Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und auch heute geht es, wie eigentlich fast immer, um einen Cold Case. Und zwar um das Tötungsdelikt zum Nachteil von Karin Knappe. Die Tat hat sich am 4. Januar 2001 nach 1.30 Uhr zugetragen. Und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 12. Dezember 2002 und in der Sendung Ungeklärte Morde. Am 22. Februar 2001 entdeckte ein Polizist, als er aus dem Fenster der Polizeiinspektion in Boppard am Rhein aus dem Fenster schaut, dass am Ufer des Rheins etwas liegt. Und dies sah aus wie eine verpackte Leiche. Er informierte eine Funkstreife, die sich dies einmal anschauen soll. Und als die Funkstreife eintrifft und sich dies einmal anschaut, ist es tatsächlich so, dass es sich dabei um eine verpackte Leiche handelt. Und zwar ist diese in zwei gelbe Säcke gehüllt. Und bei diesen Säcken handelt es sich um diese gelben Säcke, die, glaube ich, auch noch jeder kennt, die zur Wertstoffsammlung genutzt wurden und die konnte man damals umsonst bekommen in Supermärkten und Ähnlichem. Die Leiche der Frau ist unbekleidet und kann zunächst nicht identifiziert werden. Über die Fingerabdrücke kann sie dann als die 24-jährige Karin Knappe identifiziert werden. Eine drogensüchtige Prostituierte aus Frankfurt. Karin arbeitet auf dem Frankfurter Straßenstrich in der Weserstraße und gehört zu dem Kern schwer Drogenabhängiger, die mit der Prostitution ihre Drogensucht finanzieren. In der Darstellung wird dann erwähnt, dass sie bereits mehrere erfolglose Entzugsversuche hinter sich hat. Hier seht ihr übrigens einmal das letzte Foto von Karin, welches von ihr gemacht wurde. Und dies wurde 3 Tage vor ihrem Tod aufgenommen. Und zwar an dem Silvesterabend von 2000 auf 2001. In der Darstellung wird davon gesprochen, dass dieser Abend vielleicht die letzte Möglichkeit war, ihrem Leben eine Wende zu geben. An diesem Abend feierte sie Silvester bei einer Freundin und hatte einen neuen Bekannten oder besser gesagt Freund mitgebracht. Dieser hatte eine feste Arbeit und machte Innenausbauten. Karin selber hatte zwar ein Zimmer bei der Drogenhilfe, wohnte aber meistens bei dieser Freundin, bei der dann auch die Silvesterfeier stattfand. Diese Freundin ist ebenfalls drogenabhängig. Der neue Freund, der in der Darstellung Peter genannt wird, ist der einzige in ihrem Freundes- bzw. Bekanntenkreis, der keine Drogen konsumiert. Er will, so sagt er ihr an diesem Abend in der Darstellung, dass sie mit nach Berlin kommt, clean wird und nicht mehr anschaffen geht. Sie ist irgendwie von dieser Idee nicht begeistert und sagt, dass nicht alles so einfach ist und bezeichnet ihn als Träumer. Er gibt ihr 500 DM und sagt, dass sie dafür morgen nicht anschaffen gehen soll. Sie nimmt diese Chance aber nicht wahr und die nächsten 3 Tage bis zu ihrem Tod verlaufen wie die anderen Tage zuvor. Dazu eine Anmerkung von mir. Es gibt immer wieder Männer, die sich in drogensüchtige Frauen verlieben. Meistens lernen sie diese als Freier kennen. Und sie versuchen dann, dadurch, dass sie den Frauen Geld geben, sie davon abzuhalten, sich zumindest eine gewisse Zeit nicht zu prostituieren. Da sie ja jetzt das Geld von dem Mann haben, um sich Drogen zu kaufen. Dies ist zumindest der erste Schritt, denken die Männer, aber so läuft es leider nicht. Denn da verweise ich auf eine Doku von RTL 2. Ich weiß, RTL 2 ist jetzt nicht für hochklassiges, informatives Fernsehen bekannt,
aber diese Dokumentation fand ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Da hat ebenfalls eine Drogensüchtige, die am Straßenstrich tätig ist, die hatte da den Namen Ada, erklärt, dass diese Frauen dann anders ticken. Sie zahlen sich das Geld dann nicht ein, um ihren gewöhnlichen Konsum zu decken, sondern da sie das Geld haben, ballern sie sich dann auch richtig voll. Und das Geld ist dann halt sehr schnell weg und der normale Ablauf tritt wieder ein. Aber jetzt weiter mit dem Fall. Am 1. Januar kauft Karen sich dann wie üblich ihren Stoff und geht damit dann in einen von der Stadt Frankfurt eingerichteten sogenannten Druckraum. Sie nimmt nicht nur Heroin, sondern auch diverse andere Drogen. Und um ihren Konsum finanzieren zu können, braucht sie 500 Mark am Tag. Am Donnerstag, dem 4. Januar 2001, also dem Tattag, um 1 Uhr morgens steht sie an ihrem Stammplatz in der Weserstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Sie will sich noch das Geld verdienen, welches sie dann am nächsten Tag dringend benötigt. Und dort wird sie von einem Bekannten das letzte Mal lebend gesehen. Er bietet ihr an, sie zu ihrer Freundin zu fahren, da es sehr kalt draußen ist. Sie lehnt dies aber ab, da sie noch auf einen Stammfreier wartet und ihr Freund Peter vielleicht auch noch kommen wollte. Er teilte ihr dann noch mit, dass er zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr noch an der Kaufhalle ist. Wenn sie da hinkommt, würde er sie nach Hause bringen. Gegen 1.30 Uhr gibt es dann das letzte Lebenszeichen von ihr. Sie ruft bei ihrer Freundin an, bei der sie gelegentlich bzw. eigentlich meistens wohnt, und teilt dieser mit, dass sie schon 250 Mark verdient hat und jetzt gleich noch einmal 250 Mark bekommt und sie dann in einer Stunde bei ihrer Freundin sein wird. Wenige Stunden später wird Karen dann erwürgt. Der Täter zieht sie aus und nimmt ihr den Schmuck ab. Die Leiche wirft er etwa 40 Kilometer westlich von Frankfurt in den Rhein. 7 Wochen später wird sie dann bei Boppard gefunden. In der Nachbesprechung teilte der anwesende Kommissar dann mit, dass die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben hat, dass sie kurz nach 1.30 Uhr getötet worden sein muss. Die Polizei ist sich nicht sicher, ob der Täter ein Freier oder jemand aus ihrem Bekanntenkreis sein könnte. Die Säcke, in denen sie verpackt bzw. von denen sie umhüllt war, stammten von einer Firma Wagner Entsorgung. Die Säcke dieser Firma finden aber in der Frankfurter Innenstadt oder im Stadtbereich keine Verwendung. Die werden eher in den Rhein-Anliegergemeinden verteilt. Die Polizei geht dadurch davon aus, dass der Täter entweder aus so einer Gemeinde kommt oder Beziehungen in diese Region hat. So, das war dann einmal die Darstellung, die es bei Aktenzeichen Y gegeben hat. Und dann gab es, wie angekündigt, ja noch einen Bericht in der Sendung Ungeklärte Morde. Und da gab es dann noch folgende weitere Informationen zu dem Fall. Dort wird das Auffinden von Karens Leiche dann noch etwas detaillierter dargestellt. Zuerst geht es einmal um, ja, man kann nicht sagen den Fundtag der Leiche, sondern praktisch die erste Sichtung von Karens Leiche. Und zwar war dies am 12. Februar 2001. Und diese erste Sichtung fand statt in oder im Rhein bei Eltville. Und da wurde dieses Bündel dann von Spaziergängern im Wasser entdeckt. Also die haben diesen ungewöhnlichen Gegenstand, der wurde dann später als Bündel bezeichnet, im Wasser gesehen. Und diese haben dann die Polizei alarmiert, weil sie glaubten, menschliche Umrisse gesehen zu haben. Die Polizei von Eltville und die hinzugezogene Wasserschutzpolizei haben dann versucht, dieses Bündel zu bergen. Allerdings war eine Bergung in dem Fundbereich wegen der Fließgeschwindigkeit des Schiffverkehrs
und der daraus resultierenden Wellen nicht möglich. Und das Bündel wurde dann wieder praktisch in die Mitte des Rheins getrieben und ist auch dort dann wieder abgesunken. Und 2 Wochen treibt das Bündel dann im Rhein und legt dabei ungefähr 60 Kilometer zurück. Dann wird beschrieben, dass, wie in Aktenzeichen Y, ein Polizist in Boppard dieses Bündel, welches vermutlich eine Leiche beinhaltet, von seinem Dienstzimmer aus auf einer Sandbank am Ufer des Rheins sieht. Also muss das Auffindedatum so ungefähr der 26. Februar 2001 gewesen sein. Es ist leider nirgendwo vermerkt, wann sie genau gefunden wurde. In dem Bericht wird dann erzählt, dass Karin ihr Leben ändern wollte und ihren Ausstieg schon länger geplant hatte. Weiter wird aber auf dieses Thema nicht eingegangen. Weiterhin wird in der Darstellung dann erwähnt, dass Karin in der Kindheit Gewalt angetan wurde und was dann zu ihrem Abgleiten geführt hat. Die Schwester kommt dabei zu Wort und diese berichtet, dass Karin in der Kindheit missbraucht wurde und ihr gesagt wurde, wenn sie es jemandem erzählt, dass sie dann ins Heim muss. Die Schwester vermutet, dass sie dies so sehr belastet hat und deswegen später zu den Drogen gegriffen hat. Denn sie hatte nie mit jemandem darüber gesprochen in der Zeit. Diese Information hat Karin erst später an ihre Mutter weitergegeben, aber anscheinend, als es schon zu spät war und sie tief im Drogensumpf versunken war. Karin soll anscheinend im Zeitraum ihres Verschwindens, wenn ich jetzt die Darstellung so richtig verstanden habe, an einem Methadon-Programm teilgenommen haben und hat dann jeden Tag ihre Dosis abgeholt, bevor sie wieder zu ihrer Arbeit in die Weserstraße ging. Anders als in der Aktenzeichen-Y-Darstellung hatte Karin am Tag ihres Verschwindens und der Tötung um 2.30 Uhr einen festen Termin zur Abholung, zu der sie aber nicht erschienen ist. In der Aktenzeichen-Darstellung war es ja so, dass dieser Bekannte sie direkt nach Hause fahren wollte und ihr dann noch die Option angeboten hat, dass sie dort zu diesem Punkt, Kaufhalle war das glaube ich, kommen kann und er sie dann nach Hause fährt, wenn sie denn da ist. Also da war nicht von einer festen Verabredung die Rede, aber das ist dann auch immer so eine Interpretationssache. Ein Reporter von der Frankfurter Rundschau, der dann auch in der Darstellung zu Wort kam, berichtet, dass die Polizei einen Bekannten von Karin in Verdacht hatte. Aber es gab keine Zeugen, dass Karin in den Wagen dieses Mannes eingestiegen. In einem Bericht vom Spiegel konnte ich noch in Erfahrung bringen, dass Karin ihre Dienste für 50 D-Mark angeboten hat. Außerdem litt sie an einer chronischen Hepatitis C und einer fixatypischen Darmschwäche. Sie hat ihre Dienstleistung ohne Schutz angeboten und erfüllte auch wohl andere sehr spezielle Wünsche. Dies wurde dann auch in ungeklärtem Morde erwähnt. Und auch in diesem Spiegelartikel wurde dann berichtet, dass sie vorhatte, ihr Leben zu ändern. Was auffällt, ist eben, dass in der Darstellung von ungeklärtem Morde dieser neue Freund und diese 500 D-Mark, die er ihr gegeben hat, nicht erwähnt wird. So, das war die Falldarstellung zu dem Fall von Karin Knappe. Was könnte da passiert sein? Also einmal ist ja auffällig, dass sie ja, als sie ihre Freundin angerufen hat, gesagt hat, sie hätte schon 250 D-Mark zusammen, was mir auch logisch erscheint, und dann gesagt hat, dass sie gleich noch 250 D-Mark bekommt. Und ebenso wurde ja erwähnt in der Darstellung, dass sie noch auf einen Stammkunden wartet. So, wenn sie ihre Dienste dann aber für 50 D-Mark anbietet, also ich sag mal dann
die Standardsachen und dann wohl nur noch einen Kunden bedienen will und dieser Kunde dann 250 D-Mark bezahlt, dann muss das natürlich schon was recht Außergewöhnliches sein, was dieser Kunde dann wünscht. Karen hatte ein Notizbuch, das hat sie in ihrem Rucksack immer mit sich herumgetragen, wo sie alle ihre persönlichen Gegenstände drin hatte, wenn sie jetzt unterwegs war. In diesem Notizbuch hat sie dann auch immer alle Autokennzeichen und Ähnliches von ihren Kunden vermerkt und auch deren Vorlieben. Und dieser Rucksack ist auch verschwunden. Ich gehe nämlich mal davon aus, dass dann dieser Stammkunde auch in diesem Notizbuch vermerkt war. Allerdings hat man ihn dann nicht ermitteln können und selten gehen Kunden dann später zur Polizei und machen eine Aussage. Okay, was haben wir? Also, sie ging davon aus, dass gleich noch ein Stammkunde vorbeikommt und der 250 D-Mark zahlt. Außerdem hat sie wohl auch noch auf diesen Freund gewartet, auf diesen Peter, der eventuell auch noch vorbeikommen wollte. So auf jeden Fall die Darstellung, als sie mit diesem Bekannten sprach, der sie nach Hause fahren wollte. Wie schon gesagt, auffallend ist eben, dass in dieser Darstellung bei ungeklärten Morde dieser Freund, der als Peter bezeichnet wurde, keine Erwähnung mehr findet. Allerdings wird ja immer davon gesprochen, oder ist ja mehrfach davon gesprochen worden, dass sie ihr Leben ändern wollte. Also kann es durchaus sein, dass mit diesem Leben ändern wollen dann auch dieser Peter gemeint ist. Könnte dieser der eventuelle Täter sein? Ich vermute mal nicht, weil er kam aus Berlin, so zumindest in der Darstellung, und sie war in diesen Säcken verpackt, die jetzt aus dem Frankfurter Umland kamen. Und ich vermute mal, dass er nicht irgendwie mit diesen gelben Säcken herumgefahren ist und dann auf die Idee kam, sie zu töten, wo er sie ein paar Tage vorher noch nach Berlin mitnehmen wollte. Also der scheidet für mich aus. Ich denke mal, dass es dann diese Änderung des Lebens Bezeichnung, die bei ungeklärten Morde genannt worden ist, dass er damit gemeint ist. Ich glaube eher, dass sie Opfer eines Freiers geworden ist, eines Kunden geworden ist. Es kann sein, dass es dieser Stammfreier war, der vielleicht etwas ganz Neues mit ihr ausprobieren wollte und sie das dann aber vielleicht doch abgelehnt hat und dass dann diese Situation eskaliert ist. Es muss nicht zwingend der Stammfreier gewesen sein, es kann auch sein, dass zwischenzeitlich ein anderer Kunde kam und dass der dementsprechend was Spezielles gewünscht hat, vielleicht sogar mit dem Thema Würgen, was ja passen würde, und dass dieses aus dem Ruder gelaufen ist und Karen dabei gestorben ist und er dann Karen danach, auch wenn sich's böse anhört, entsorgt hat. Ich glaube nicht, dass es jemand aus dem Bekanntenkreis war, weil dafür gibt es irgendwie meiner Meinung nach keine Anhaltspunkte nach den Informationen, die ich da jetzt finden konnte. Sie scheint mit keinem Stress oder Probleme gehabt zu haben. Und wenn man dann sagt, okay, da kommt gleich noch ein Stammfreier, ich bekomme gleich noch 250 Mark, und das um 1.30 Uhr, dann um 2.30 Uhr oder zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr nicht zu einem Treffpunkt zu kommen, dann kann man sich schon ungefähr ausmalen, was da passiert ist. Und wie schon gesagt, diese 250 D-Mark, das ist natürlich dann für sie schon eine Summe gewesen, wo sie dann schon recht außergewöhnliche Dinge machen muss. So stelle ich mir das vor. Also mein Gedanke ist tatsächlich, dass es entweder der Stammfreier war oder ein anderer Freier, dass diese Dienstleistung etwas mit Würgen zu tun hatte, dass dieses aus dem Ruder gelaufen ist
und sie dabei starb und er sie dann, ja, loswerden musste. So stelle ich mir den Ablauf vor und nicht anders. Einen Bekannten, wie schon gesagt, schließe ich da irgendwie aus. Aber mich würde natürlich auch wie immer eure Meinung interessieren. Vielleicht kommt er aus der Nähe, vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Informationen über den Fall, als ich jetzt habe. Schreibt es mir in die Kommentare oder schickt es mir per E-Mail. Ansonsten mache ich jetzt erstmal Schluss mit dem Video. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!